Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin gebeten worden, für Sie zum Thema zu sprechen, Mundgesundheit, der Mund, das Tor zu allen Lebensfunktionen. Gemeinsam mit dem Zahnarzt Dr. Wolfgang Kufer haben wir dieses Buch geschrieben, Mundgesundheit durch Naturzeolit zur ganzheitlichen Mundgesundheit. Der Mund und die Zunge wurden schon von der Antike aus bis zur Gegenwart zur Diagnostik verwendet und sogar große Bedeutung beigemessen. Und leider hat die apparative Medizin diese Diagnostik doch beträchtlich verdrängt. Hautärzte oder Landärzte führen die noch häufig durch. Ich will einige Beispiele bringen. Bei Infektionskrankheiten hat die Zunge einen pelzigen Belag und auch die Zähne teilweise und die Schleimhäute sind verändert. Wenn der Mund oder die Mundschleimhaut erdbeerartige Stippchen zeigt, liegt ein Vitamin B-Mangel vor. Bei Magenkrankheiten hat man eingedrückte Zungenränder. Bei einer Landkartenzunge kann bei Hormonstörungen aufstehen. Da sind da lauter Flecken drauf, wie Landkarten auf einem Globus. Eine brennende Zunge hat viele Ursachen. Meistens ist damit verbunden eine hohe Infektanfälligkeit und Medikamente können das also auch hervorrufen. Querfurchen auf der Zunge zeigen einen Mangel an Vitamin A. Der eingerissene Mundrand spricht für Eisenmangel. Graublaue Zungenränder zeigen eine Bleivergiftung. Im Sauerstoffmangel ist die Zunge bläulich gefärbt. Scharlach ist durch die sogenannte Himbeerzunge nachweisbar. Die Zunge ist dann himbeerrot gefärbt. Und die Lackzunge, also wenn sie so lackig aussieht, ist das bei Anämie und bei Leberzirrhose typisch. Auch der Zungensor, eine Erkrankung durch einen Pilz, ist am besten zu erkennen über die Zunge und weniger durch Bluterkrankung. Bei all diesen Erkrankungen, das sind unsere Erfahrungen, die haben wir auch in dem Buch geschrieben, kann also der Naturzeolit, ein Silikat, hilfreich sein. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Zungenbrennen häufig durch Medikamente ausgelöst wird. Zum Beispiel durch Antibiotika, durch Antidepressiva, durch blutdrucksenkende Mittel. Wir müssen, auch das ist wichtig zu wissen, damit Sie die Medikamente dann eventuell absetzen und nicht andere Behandlungen noch eventuell über sich ergehen lassen müssen. Wir können feststellen, der Mund ist ein Wunder der Natur. Deshalb pflegen Sie Ihren Mund immer mit Naturmitteln. Und ich hatte Ihnen schon gesagt, ein gutes Mittel ist der Naturzeolit oder überhaupt der Silikate dieser Art. Auch der Mundgeruch gibt uns diagnostische Hinweise. Zum Beispiel Vergiftungen, Alkohol. Man hat eine Fahne und sofort weiß man, der hat Alkohol getrunken und ist also eigentlich ein Gift, was ausgeatmet wird. Das ist eine Entgiftung. Acetongeruch hat man bei Diabetes mellitus ganz besonders. Ein säuerlicher Geruch ist immer mit Magenkrankheiten verbunden. Und ein Ammoniakgeruch hat Leber- und Nierenerkrankungen, begleitet Leber- und Nierenkrankungen.
Auch hier sind es wieder Nebenwirkungen von Medikamenten, die in verschiedener Weise den Mundgeruch und gleichzeitig also auch die Mundschleimhaut und die Zungenschleimhaut beeinträchtigen können. Deshalb vorsichtig, lesen Sie immer den Beizettel, damit Sie wissen, was Medikamente hervorrufen können. Und wenn diese Erscheinungen auftreten, dass Sie wissen, dass es von den Medikamenten kommt und keine Krankheit ist. Diese Beispiele zeigen, dass der Blick des Arztes in den Mund viele Krankheiten feststellen kann oder auch die Gesundheit oder auch bevorstehende Krankheiten. Und deshalb ist der Mund eine ganz wichtige Funktion. Er wird das als Tor der Lebensfunktion bezeichnet. Und dazu möchte ich einiges ausführen. Der Mund ist verantwortlich für die Luftzufuhr, für das Atmen, für das Trinken und für die Essenszufuhr. Also es ist eigentlich ein Zwei-Wege-System. Die Atemluft, wir atmen Sauerstoff ein und atmen CO2 aus, während in den Magen Essen und Trinken ein Einweg-System ist. Alles das muss durch den Mund und durch die Mundmuskulatur und Muskelschleimhaut reguliert werden. Die Atmung und auch das Trinken und die Nahrungsaufnahme. Während der Verdauungskanal, also wichtigste Organe des Mundes, sind Lippen, Zunge und die Zähne. Im Mund finden wir 3 Arten von Speicheldrüsen. Insgesamt ist der Mund gut durchblutet. Sind auch die Nerven auch sehr sensibel. Und teilweise kann man sagen, dass der Mund, die Mundschleimhaut, eine Vergrößerung, ein Mikroskop darstellt. Das werden Sie sehen. Wenn Sie manchmal irgendetwas im Mund haben, also sind kleine Körnchen, die erscheinen viel größer oder ein Loch im Zahn ebenfalls. Und der Mund dient also der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, der Atmung, der Sprache, des Singen, des Musizieren mit Blasinstrumenten, emotionelle Reaktion, Lachen hatte zum Beispiel. Nicht zuletzt besitzt der Mund vor allen Dingen die Lippen und die Zunge auch erotische Sensibilität. Weiter hat der Mund Bedeutung für das Sprechen, für das Gähnen, für das Schnarchen und für das Husten. Also Sie sehen, dass viele Dinge sind also mit dem Mund verbunden. Die Kaumuskulatur der Zunge ist ganz wichtig für die Sprache. Wenn die Kaumuskulatur degeneriert ist, dann sprechen die Menschen verwaschen oder undeutlich. Gähnen ist ein Ausdruck für Sauerstoffmangel im Gehirn. Wenn der Mund weit geöffnet wird, das ist zwar gesellschaftlich nicht gern gesehen, man soll die Hand davor halten, aber manchmal schafft man das gar nicht. Auch das Schnarchen ist über den Mund und hier ist der Mund wie ein Lautsprecher und kann also beim schnarchenden Menschen bis zu 90 Dezibel Lautstärke entfachen. Also der Mund ist ein multifunktionelles Organ. Und die Kaumuskulatur ist so kräftig, das könnt ihr bei Zirkusattraktionen sehen, dass ein Artist mit einem Knebel in der Hand einen Menschen mit dem Mund halten kann und den lässt er sogar drehen. Also sie kann also gewaltiges Gewicht aufnehmen, die Kaumuskulatur. Und die muss auch sehr kräftig sein, wenn wir einen Apfel beißen, wenn wir essen oder kauen, muss die Muskulatur kräftig sein. Also die
Mundmuskulatur ist die kräftigste, die wir der Mensch besitzt. Die Mundhöhle ist auch ein Biotop. Unter Biotop verstehen wir einen Lebensraum, eine Lebensgemeinschaft. Im Mundhöhle haben wir also die Schleimhaut, die ungefähr 170 Quadratzentimeter und die Zungenschleimhaut hat ungefähr 45 Quadratzentimeter. Und hier fließt, das müssen wir auch gleich zur Kenntnis nehmen, ungefähr täglich 1,5 Liter Speichel. Und in diesem Mundschleimhaut befinden sich mindestens 1000 Bakterienarten und Viren und Pilze, die mit den Menschen aber gemeinschaftlich sind, die wir zur Verdauung, zum Gesundsein, zum Erhaltung des gesunden Mundes unbedingt brauchen. Man nennt das als Mundflora. Und die ist ganz wichtig, die zu erhalten. Da muss man also aufpassen. Manchmal können also die Prothesen, wenn die nicht aus dem richtigen Stoff sind, die Mundflora töten oder in der Entwicklung stören. Aber auch die Zahnpflege mit künstlichen Mitteln oder Spülen des Mundes mit irgendwelcher Chemie stört das Biotop oder zerstört es sogar. Und damit wird wiederum auch das Immunsystem geschwächt, weil das Biotop die Beziehung des Mundes Beziehungen hat das Biotop des Mundes Beziehungen hat zum Immunsystem. Und jetzt kommen wir zu den Zähnen. Wenn wir dieses Bild anschauen, dann sehen wir unser Gebiss. Wir haben also vorn Beißzähne, die zum Beißen sind, dann die Eckzähne, die zum Reißen sind und dann die Backenzähne, die also zum Mahlen sind. Das ist also das typische Gebiss eines Allesesser oder Allesfresser. Also wir können alles essen, so ist unser Gebiss eingerichtet. So, das ist der Unterkiefer und der Oberkiefer läuft in genau der gleichen Weise auf. Der Zahn besteht gewöhnlich aus Zahnbein, Zahnmark und Schmelz. Und deshalb ist also auch immer die Zufuhr von Mineralien wichtig, vor allen Dingen aber auch vor allem Silizium, Magnesium. Heute wird beobachtet, dass bei Kindern die Zähne bröckeln. Das wird zurückgeführt auf einen Mineralmangel oder auch schon, dass die Schwangere, die Kinder zur Welt bringt, zu wenig Mineralien aufnimmt. Und unseren Lebensmitteln sind häufig keine Mineralien enthalten, im Trinkwasser auch nicht. Und so entsteht Mineralwasser, wobei ganz besonders solche Mineralien zum Knochenaufbau sind, wie das Siliziumdioxid, also die Silikate, und das Magnesium, aber auch andere Phosphor, Selen spielt also eine entsprechende Rolle für die Gesundheit unserer Zähne und unserer Knochen. Der Mensch hat, ich habe ja schon kurz erwähnt, die Speicheldrüse und fließt 1,5 bis 2 Liter Speichel pro Tag. Das wird die Unterzungendrüse, zwei Unterkieferzungendrüsen und die beiden Ohrspeicheldrüsen sind in Funktion und produzieren also den ganzen Speichel. Der Speichel dient zur Säuberung der Mundhöhle von Speiseresten und natürlich auch von Stoffwechselmüll und auch von solchen Bakterien, die uns schädigen, die nicht zum Biotop, zur Bioflora, zur Mundflora zählen. Der Speichel spielt also die Zähne auch und
bewirkt, dass Mineralien, die wir brauchen, in die Zähne gebracht wird. Der Speichel feuchtet auch die Zunge an und eigentlich der Speichel durchnässt jeden Bissen, den wir aufnehmen, und er beginnt schon die Kohlenhydratverdauung, wenn Sie zum Beispiel Brot, Weißbrot essen und das lange kauen, merken Sie, dass das süß wird. Hier wird also die Kohlenhydrate in Traubenzuckermoleküle überführt. Die Zunge, ich hatte sie ja schon als in der Diagnostik gezeigt, hat auch ganz wichtige Funktionen. Wir haben vor allen Dingen Geschmack. Die Zunge ist wichtig für den Geschmack. Wir haben also die Zungenspitze, das Süß. Wir haben also dann salzig, die Zungenränder. Dann haben wir es salzig, haben wir dieses und das bitter, den hinteren Grund. Die Zunge kann auch zur Körpersprache verwendet werden, die Zunge rausstecken, haben die Kinder natürlich häufig, als Kinder haben wir das häufig gemacht, um andere Menschen zum Beispiel unter anderem auszulachen und so weiter. Die von großer Bedeutung sind nun auch die Lippen. Mit den Lippen können wir verschiedene Laute erzeugen, zum Beispiel summen und pfeifen. Beim Spielen von Blasinstrumenten spielen die Lippen eine außerordentlich wichtige Rolle, zum Beispiel Trompete, Posaune, Flöte, Saxophon. Auch bei der Sprache wirken die Lippen unbedingt mit. Mit den Lippen kann man also auch die Mimik verbinden, die Lippenwinkel. Wenn man im Mund schwitzt, ist es anders, als wenn man das breit zieht. Die Gesichtsmuskulatur wird dann mit den Lippen, es gibt also bestimmte Gesichtsausdrücke, eben Lachen, Freude, Trauer, Ärger oder der Schmollwinkel, wenn man also den Mund, wie man sagt, hängen lässt. Die Lippen sind eben damit auch ein Teil der nonverbalen Kommunikation mit der Körpersprache. Das machen vor allen Dingen Taubstumme. Und wer schwer hören kann, schaut den Menschen auf die Lippen und kriegt damit Unterstützung für seine Hörwahrnehmung. Und sicherlich sind die Lippen auch ganz wichtig für die Sexualität, denn bei den Frauen gilt die Lippen als Schönheitsideal und Nervenfasern sind viele in den Lippen, deshalb gelten die Lippen auch als erogene Zone. Das wird beim Küssen ja gründlich, redlich genutzt. Und nun haben die Lippen auch häufig Krankheiten. Deshalb erstmal, wenn die Lippen rot sind, ist der Mensch gesund. Blaufärbung, Stoffwechsel, Sauerstoffmangel und der uns zeigt, und Blaufärbung haben wir bei Kälte und bei schlechter Durchblutung. Blaue Lippen werden als Zyanose bezeichnet und reflektieren uns also auch bestimmte Krankheiten, zum Beispiel auch Anämie, also Mangel an Hämoglobin. Ganz besonders ist der Lippenherpes gefürchtet, weil er Schmerzen bereitet. Das ist also eine Virusinfektion, die meistens mit Fläschchen an der Lunge auftreten und die sehr schmerzhaft sind. Dabei muss man wissen, dass eigentlich die meisten Menschen mit dem Virus behaftet sind. Aber dann, wenn sie zum Beispiel Stress haben Konflikte und so weiter, das heißt unter Überlastung des Körpers, dann werden die
Lippen in entsprechender Weise kommt die Bläschen, die Herpeslippen zum Vorschein und bereiten Schmerzen. Deshalb muss man bei Lippenherpes auch immer mit dem Stress in entsprechender Weise behandeln. Nun gibt es also auch noch diese Möglichkeit, dass man den Mund in einer bestimmten Weise missbraucht. Das machen die Raucher. Damit wird die Speichelfunktion eingeschränkt. Damit wird also auch der Mundkrebs Vorlauf gegeben. Bei Rauchern haben meistens auch eine belegte Zunge. Also Raucher stören den Mund. Und genauso ist es bei Alkoholikern oder Menschen, die viel Alkohol, vor allem Branntwein trinken, ist der Mund gewöhnlich zerstört. Wir lieben ja Speiseeis im Sommer. Aber auch wenn das Eis zu kalt ist, kann einem auf die Zähne gehen und die Zähne zum Schmerzen bringen. Das sollte man beachten. Und auch die Mundschleimhaut, wenn man sehr viel Eis isst, kann geschädigt werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für warme Speisen oder Getränke, dass man keinesfalls diese zu heiß trinkt, sondern abkühlen lässt. Und dann erst zuführt, weil auch heiße Getränke, zu heiße Getränke, die Mundschleimhaut und die Zungenschleimhaut und so sogar also auch noch den Rachen in entsprechender Weise schädigen können. Und auch der Geschmackssinn der Zunge wird dadurch beeinträchtigt. Und schließlich gibt es noch diese Möglichkeit, den Mund zu zerstören durch das Pickering. Das ist immer eine große Infektionsgefahr. Man sollte also diesen Spaß, den sich manche leisten, lassen. Wer den Mund in irgendeiner Weise missbraucht, muss mit einer Mundkrankheit rechnen, die dann aber auch verbunden sein kann mit einer Ganzkörperkrankheit. Und schließlich hat sich noch etwas Dummes entwickelt, Tetus auf der Zunge. Das ist noch gefährlicher als das Pickering, weil hier Gifte in die Zunge kommen, die kommen in den Körper und die können also auch ganzheitliche Krankheiten entwickeln. Also wir müssen unsere Zunge, unser Mund, unsere Lippen müssen wir immer schon, immer der Natur entsprechen und immer die Gesundheit, die Mundgesundheit pflegen, möglichst mit guten Naturmitteln und dann haben Sie einen gesunden Mund. Wer den Mund missbraucht, zum Beispiel eben durch Rauchen, Alkohol, Tattoo und so weiter, verursacht auch ganzheitliche Krankheiten und das sollte man berücksichtigen, wenn man solche Auswüchse über sich ergehen lässt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.